Gut, der Strukturwandel im Rhein-Erft-Kreis kann nur gelingen, wenn wir neuen Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, oder Unternehmen, die sich erweitern wollen, Flächen zur Verfügung stellen. Deshalb hat die SPD-Fraktion mehrfach beantragt, eine Flächenentwicklungsgesellschaft zu gründen, wo der Rhein-Erft-Kreis zusammen mit dem Grundstückseigentümer RWE unterstützt. Zum Beispiel sind über 1 Million Quadratmeter, so Aussage der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, am Kraftwerk Niederaußem kurzfristig verfügbar.